Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir an der Mosel. Wir machen Campingurlaub und machen mal einen Großfamilienausflug heute. Und zwar ein Traumfätzchen ist nochmal zu laufen. Und zwar Moseltraum. Dabei sind meine Frau, der Kleine, meine Tochter, die schon mit der Oma und Opa und Onkel vorbeigelaufen sind. Die laufen schon vor und lesen die Zeichen. So, für uns geht es hier den, wie gesagt, Moseltraum entlang und schauen wir mal, was für Ausblicke wir kriegen und wie der Weg so ist. Der Kleine freut sich schon tierisch, der Mama auch. Oh ja, und nicht zu vergessen, heute ist dein Geburtstag. Danke, dass es jetzt alle wissen. So, auf den Geburtstagswanderungstag oder wie auch immer. Da ist die Oma, da ist die Kleine und Informationstafeln gibt es auch. Wir laufen dem blauen Schild hinterher. Genau, genau, die blauen Zeichen, ne? Und zwar Traumfettchen. So, und du zeigst uns heute, wo es lang geht, oder? Ja, das nehme ich als ein Ja, das Nicken. Wir haben jetzt 1 Kilometer auf dem Weg hinter uns gebracht, waren schon sehr schöne Aussichten dabei und ja, gleich geht es noch ein bisschen hinauf und ja, und irgendwann kommen wir zu einer Hütte, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie der heißt, Hütte irgendwas, naja, werden wir auf jeden Fall auch noch vorbeikommen und schauen wir mal, wie die Kleine noch mitmacht. Bis jetzt macht es eigentlich ganz gut. Ja, super macht sie das. Kommt heute nicht. Nee. Nee. Du wartest,
Die sind am Streiken. Ich hab da gesehen, die warten auf den Bus. Ist schon geil, oder? Ja, ja. Das ist jetzt hier der steile Aufstieg. Wir sind von unten gerade die Treppe, wie man gesehen hat. Und wir laufen jetzt komplett da hoch. Da oben laufen schon welche. Ja. Dieser Ausblick ist einfach nur herrlich. Im Hintergrund die Mosel, ein Traum. Deswegen Moseltraum. Weiter geht's. We'll be right back.
haben jetzt hier oben ein Päuschen gemacht. Das haben wir jetzt nicht gefilmt, ist aber auch nicht so schlimm. Und bei dieser herrlichen Aussicht haben wir das hier genossen. Und zwar von der Domgartenhütte. Sehr schön. Jetzt geht's für uns weiter nach der Pause und mal schauen, wo der Weg noch so entlang führt. Die andere Truppe ist natürlich schon wieder vorgelaufen, ne? Naja, oh, und da ist ein Flugzeug. Und für uns geht's da weiter. Genau, ein Flugzeug. Wie gesagt, für uns geht's jetzt hier weiter. Und ja, die Hälfte des Weges ist jetzt geschafft. Auf die letzten 1,7 Kilometer. Bis jetzt war der Weg sehr, sehr schön zu laufen, hat bis jetzt auch allen Spaß gemacht und das einzige Anstrengende war dieses Serpentinenartige und dann war nach den Serpentinen noch ein Treppenaufstieg und der kleine Aufstieg zu der Hütte. Ansonsten wirklich sehr gut zu laufen. Ja, wir kommen sehr gut voran, in Anführungsstrichen, ne? Sind schon ein bisschen unterwegs, aber wir haben ja auch eine gute Pause da vorne gemacht. Aber bei der Aussicht hat es ja auch angeboten. Und wandern soll ja auch keine Hetze sein. Man soll ja auch genießen. Ja, für uns geht es hier jetzt weiter. Wir gehen jetzt hier an Feldwegen vorbei. Folgen nach wie vor den Zeichen. Ich zeige das nochmal. Traumfettchen, ne? Und ja, oh, was willst du denn da hinten? Und ich würde sagen, ja, folgen dem Weg jetzt weiter. Irgendwann wird es wieder runter ins Tal gehen, beziehungsweise ganz ins Tal ja nicht, weil wir ja eigentlich relativ oben geparkt haben. Schauen wir mal, wo es hier noch weitergeht. Und auf jeden Fall, was ich vergessen hatte zu sagen, hier ist ja auch der Flughafen von Winningen. Und lauter, lauter Flugzeuge. Ich hoffe, man hat es gerade im Hintergrund gesehen. Ansonsten, ich glaube, ich hatte ein, zwei Aufnahmen schon von Flugzeugen. Thank you.
oder? Oh, guck mal, wer da vorne auf uns wartet. Langsam. Wir dachten, ihr seid schon beim Parkplatz. Der Moseltraum geht jetzt zu Ende. Traumfettchen haben wir geschafft. Sind jetzt am Auto angekommen, beziehungsweise am Ausgangspunkt. Und ja, für uns war es ein schöner Weg. Alle haben gut mitgemacht, alle sind zufrieden. Gerade die Kinder haben gut mitgemacht, der Kleine war am Schlafen zwischendurch, ne? Genau, der hat das auch genossen. Ja, Opa und Oma haben es auch genossen. Da vorne sind sie schon. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden sagen Tschüss und Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.